Letzte Woche also doch nicht getäuscht. Wieso, hat sie da auch schon Mama gesagt? Nö, Papa. Träum weiter. Sie hat es gesagt, wirklich. Ja, das ist der Vorführeffekt. Ich muss los. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss, Papa. Mama. Papa. Vom Jugendamt. Wenn du mal groß bist, gibt's wahrscheinlich nur noch E-Mails. Hallo. Na, na hier. Hallo. Hallo. Du, es tut mir total leid, aber ich hatte Hanna gerade fertiggestellt. Da hat Lenny in die Hose gemacht. Und kaum hatte ich ihn wieder trocken, da sehe ich, dass Hanna so ziemlich alles wieder ausgespuckt hatte, was ich vorher in sie reingefüllt habe. Du, ich sag's dir, die zwei Kinder sind echt der Wahnsinn. Da pass ich mal auf, dass es mir bei allen bleibt. Oh, Lenny! Mensch, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht einfach irgendwo runterspringen. Ja, dann spiel jetzt mal schön weiter. Ja? Komm, ist nichts besser. Okay. Und? Freust dich schon wieder aufs Büro? Also ich sag ja immer, arbeiten gehen ist der wahre Mutterschutz. Du, sobald ich sie hier soweit habe. Mhm. Mhm. Ja. Oh. 15 Mal Händchen klein, aber jetzt schläft sie, hoffentlich. Übrigens, auf dem Tisch liegt Post vom Jugendamt. Die wollen, dass wir zum Gespräch kommen. Jugendamt klingt immer so dramatisch. Nach zerrütteten Verhältnissen und so. Denkst du dran, die Sträucher mit den giftigen Bären auszuwechseln? Ich mache mir echt Sorgen jetzt, wo Nora läuft. Mhm. Bananenbrei gemacht. Kriegt der Papa auch was ab? Ach, kriegt der Papa auch was ab? Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Denkst du an den Termin? Ja, ich gebe mir Mühe, pünktlich zu sein. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Papi. Tschüss. Noch mehr? Oh, ihr schafft's. Das war ein Kampf. Die Stadt ist dermaßen voll. Erst einmal danke, dass Sie gekommen sind. Ich mach's kurz. Im neuen Klinikum Ost kam es am 18. November des vergangenen Jahres zu einer Verwechslung auf der Geburtshilfestation. Eines dieser vertauschten Kinder konnten wir schon ausfindig machen. Ja, und das zweite suchen wir jetzt. Moment. Sie meinen, dass Nora eines der beiden verwechselten Kinder sein könnte? Nein, wir sind uns ja gar nicht sicher, ob sie das gesuchte Kind ist. Aber aufgrund ihres Geburtsdatums und ihres Geschlechts gehört sie zu den möglichen Kandidaten. Ja, das ist richtig. Nora ist unsere Tochter. Ja, das hoffen wir ja alle. Aber wir brauchen eben einen Test, um eine abschließende Gewissheit zu haben. Das ist ja eine Spitzenleistung. Da vertauscht dieses Klinikum einfach ein paar Kinder. Ich meine, was sagen denn die dazu? Warum hören wir von denen nichts? Das Klinikum ist informiert, aber in diesem speziellen Fall wurden wir unterstützend hinzugezogen. Informiert? Na, wie schön. Wir haben es scheinbar nicht mal selbst gemerkt. Hoppalas, komm, wir machen den Test und dann sind wir raus aus der Sache. Na, guck mal den Mund auf, kleine Prinzessin. Das schmeckt voll lecker. Sehr gut. So.
Soll ich gleich den nehmen? Nein, ich brauche die Probe ihrer Frau. Und meine, wieso? Wir suchen nicht nach den falschen Vätern, sondern nach den richtigen Müttern. Wie viele Kinder werden denn getestet? Na, kommen Sie. Wie viele sind es denn? Wenn Sie es für sich behalten, 11. Ich denke, dass mir nichts lieber wäre, als Ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber das kann ich nicht. Sie wissen wahrscheinlich, warum Sie hier sind. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Nora nicht Ihr leibliches Kind ist. Nicht unser Kind. Nora ist nicht unsere Tochter. Sie hat meine Ohren, sie hat die Haare meiner Frau. Das kann ja nicht sein. Nein, sie ist nicht ihr Kind. Das ist eine Tatsache. Und mit dieser Tatsache müssen Sie, also muss auch meine Behörde und muss auch Nora jetzt umgehen lernen. Frau Siebrecht, geht's Ihnen gut? Entschuldigen Sie, Sie sagen meiner Frau, dass sie das falsche Kind im Arm hat und dann fragen Sie, ob es ihr gut geht? Ist doch absurd! Das ist absurd, ja. Das ist schrecklich und das ist traurig und das ist absurd. Und ich muss Ihnen auch gestehen, dass auch ich und meine Kollegen mit dieser Situation zu kämpfen haben. Aber das kommt doch jetzt darauf an, eine richtige Entscheidung für Sie und das Kind zu finden. Also es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Kinder in den Familien bleiben. Moment. Nora kann bei uns bleiben. Nein, 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 so einfach ist das nicht. Moment. Es gibt zwei Elternpaare und es gibt zwei Kinder. So, sie werden eine Einigung erzielen müssen. Oder das Gericht muss eine Entscheidung treffen. Für sie. Günstiger wäre das natürlich, wenn sie und die andere Familie sich irgendwie... Es geht mir zu schnell. Holger, ich würde gerne gehen. Ja, das verstehe ich. Lassen Sie sich Zeit. Wir würden Ihnen gerne eine erfahrene Kollegin mit an die Seite geben, die Ihnen dann hilft, diese Entscheidung zu treffen. Ja, Sie haben doch gehört, was meine Frau gesagt hat. Jetzt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin genau hier abgestellt.
Wohin? Egal. Und die Eltern, bei denen mein... bei denen mein Kind... die wissen es jetzt? Ja, die haben wir informiert. Gut. Gut, dann warten wir jetzt, oder was? Wir wollten der anderen Familie etwas Zeit geben, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Ja. Hatten Sie Zeit, die Psychologin anzurufen? Ich... Nutzen Sie doch das Angebot. Frau Böhm kann Ihnen wirklich helfen. Wir haben nur gute Erfahrungen mit ihr gemacht. Sie ist Profi für vertauschte Kinder? Niemand ist Profi für vertauschte Kinder. Sie ist Spezialistin für Adoptionen. Maya braucht ihr Essen, wir müssen jetzt nach Hause. Überlegen Sie sich das doch nochmal mit Frau Böhm, ja? Wiedersehen. Auch ein Gläschen? Gerne. Was meinst du, wie es aussieht, das andere Kind? Unser Kind. Verdammt. Unser Kind liegt oben. Das ist unser Kind. Ich kann doch nicht über ein Kind, das ich noch nie gesehen habe, reden, als wäre es meins. Das ist aber deins. Es war in deinem Bauch. Du hast es zur Welt gebracht. Und deswegen soll ich Nora einfach hergeben und das andere Kind lieben, nur weil es das Richtige ist? Wir haben schon mal ein Kind hergegeben. Das ist jetzt nicht das Thema. Außerdem war das damals unsere gemeinsame Entscheidung. Ich will's sehen. So müde. Hm? Mama ist so müde. Hm. Mann, Nils, wie bist du hier reingekommen? Du hast den Schlüssel schenken lassen. Ich dachte, ich warte, bis die Kleine schläft. Anstatt deiner Tochter mal gut Nacht zu sagen. Sie ist nicht meine Tochter. Ich wusste von Anfang an, dass da was nicht stimmt. Nils, was willst du? Ich hab zu tun. Der Brief ist 2 Wochen alt. Hier steht schwarz auf weiß, dass die Klinik die Babys vertauscht hat. Die sind haftbar, verstehst du? Aha.
Verstehe. Das Kind willst du nicht über die Kohle, ja? Ja klar, du etwa nicht. Für Maya. Dank deiner tollen Aktion habe ich bald keine Maya mehr. Was passiert denn jetzt? Wir tauschen die Kinder. Das passiert. Um nochmal hierauf zurückzukommen. Geh bitte. Hey, irgendwann wäre das sowieso rausgekommen. Irgendwann hätte sich jemand gewundert, dass die Kleine nicht passt. Besser jetzt als später. Vielleicht. Nils? Ich treffe mich mit den anderen Eltern und den Kindern. Dir ist schon klar, dass du trotzdem noch eine Tochter hast, auch wenn es nicht Maya ist? Ich dachte, du willst sie wenigstens mal sehen. Schon Viertel nach. Sandra. Freut mich. Hallo. Entschuldigung, dass ich so spät bin. Ich habe bis eben noch Klausuren geschrieben. Ja, das ist Maya. Guten Tag. Annabelle Würm. Bitte kommen Sie doch rein. Frau Köpke, Sie wissen seit 2 Wochen, dass Maya nicht Ihr leibliches Kind ist. Wie geht es Ihnen, Ihnen und Maya? Gut. Uns geht's gut. Ich meine, das ist alles sehr irritierend, aber wir kommen klar, denke ich. Wo ist denn der Vater von Maya, Ihr Partner? Hatte der keine Zeit? Er wollte sich noch überlegen, ob er mitkommt. Wir haben uns getrennt, schon vor der Geburt. Ich dachte, das wüssten Sie. Wieso sollten wir? Er ist der Grund, warum das alles hier passiert ist. Er meinte, Maya sei nicht sein Kind und hat deswegen den Test gewollt. Zur Klärung der Vaterschaft. Naja, was soll ich sagen? Irgendwie hat er recht und irgendwie auch wieder nicht. Sie sieht ihm tatsächlich ähnlich. Hallo, kleine Maus. Hallo. Guck mal, da ist die Maya. Die Maya, guck mal. Erwarten Sie nicht so viel. Es wird ein wenig dauern, bis die Kinder Sie erkennen. Und setzen Sie sich nicht unter Druck und vor allem auch die Kinder nicht. Frau Fuchs hat gesagt, dass wir Nora behalten können. Frau Fuchs hat gesagt, dass es 2 Möglichkeiten gibt, über die wir reden müssen. Sind Sie dazu bereit? Belassen Sie die Kinder in Ihren vertrauten Familien, haben Sie so eine Art doppelte Adoptionssituation. Sie müssen die Kinder aufklären, müssen ihnen sagen, dass sie nicht ihre leiblichen Töchter sind. Und sie müssen auch mit ihrer Familie, Freunden, Nachbarn sprechen und später auch mit der Schule. Wieso denn? Sie sind doch noch so klein. Niemand muss was erfahren. Und wenn es doch jemand erfährt? Was ist, wenn die Kinder es mit Eintritt der Pubertät herausfinden? Sie wollen ein so großes Geheimnis vor Ihrem Kind haben? Für immer? Wie Sie sich vorstellen können, birgt auch der Tausch Probleme. Für Sie und für Ihre Kinder. Kinder lösen sich immer ein Stück mehr von der Mutter und kehren, sobald ihnen die neue Unabhängigkeit zu unsicher geworden ist, in die vertraute Umgebung zurück.
Werden die Kinder nun ausgetauscht, bringen wir sie in eine völlig fremde Situation, ohne die Möglichkeit, in die vertraute Umgebung zurückzukehren. Mhm. Das ist ja schrecklich. Für den Moment ja. Aber es muss nicht zwangsläufig zu einer Störung in der Bindungsphase führen. Kinder können das durchaus ausgleichen. Allerdings, je früher dieser Schritt unternommen wird, desto besser. Wollen wir noch irgendwo was trinken gehen? Ich glaube, das wäre gut jetzt, oder? Ja. Ja, gerne. Machen wir doch. Ich kann nichts essen. Ich kann nie was essen, wenn ich so nervös bin. Für mich ist es genau andersrum. Ich nehme nur ab, wenn ich verliebt bin. Obwohl. Eigentlich ist es mit Maya wie verliebt sein. Ich könnte die ganze Zeit von ihr erzählen, was sie Neues kann und wie lustig sie ist. Das geht mir genauso. Wenn Holger abends aus der Firma kommt, dann erzähle ich erst mal stundenlang, was Nora ist. Verzeihung, es war gedankenlos. Nein, nein, schon gut. Ich komme klar. Auch ohne Mayas Vater. Noras Vater. Das ist jetzt aber echt kompliziert. Du studierst? Entschuldigung, Sie studieren? Ich denke, wir sollten uns duzen. Bei allem, was wir jetzt gemeinsam durchmachen. Ich bin Holger. Sandra. Marie. Ich glaube, ich muss jetzt doch was essen. Was studierst du denn? BWL, 7. Semester. Ich habe eins verloren als Maya. Nora. Es wird nicht einfacher. Jedenfalls, Maya ist an der Unikrippe und ich kann weiter studieren. Den ganzen Tag. Kommt drauf an, wie die Kurse liegen. Wieso? Ich denke so. Ich meine, so ein kleines Baby braucht doch wenigstens im ersten Jahr seine Mama. Ja, und es braucht Milch, Brei, Windeln, Kleidung und eine Wohnung. Ich muss das Studium so schnell wie möglich durchziehen. Ja, und der Vater, jetzt nachdem geklärt ist, die Vaterschaft, zahlt Unterhalt? Nils ist selbstständig. Er hat eine Bar im Zentrum und er hat Schulden. Aber ich denke, wenn er die Kohle hat, dann zahlt er auch. Er kommt nur einfach gar nicht damit klar, ein Kind zu haben. Aber wie gesagt, wir kriegen das hin. Manchmal helfen uns meine Eltern, dann das Kindergeld und demnächst gehe ich auch wieder joggen. Irgendwie kriegen wir den Monat schon rum. Entschuldigung, ich wollte gar nicht so indiskret sein. Nein, das ist schon in Ordnung. Darum geht es schließlich auch. Um Geld. Wie man lebt, was man hat. Ich bin nicht naiv. Und was hatten Sie für einen Eindruck? Alle sind sehr verunsichert. Mich eingeschlossen. Ich kann den Leuten nicht einfach raten, dass sie dies oder jenes machen sollen. Aber genau das ist ihre Aufgabe. Nein, das glaube ich nicht. Eine derartige Entscheidung muss jeder selbst treffen. Ich kann sie nur begleiten, Alternativen vorstellen, ja, und hoffen, dass die Eltern das Richtige tun. Was ist das Richtige? Jetzt Ihrer Meinung nach? Die Kinder sind so jung, dass ich es für sinnvoll halte, sie zu tauschen. Und ich denke, die Eltern sehen das auch so. Gut. Das ist ja schon mal was. Ich muss hier nämlich eintragen, wann die Kinder zu ihren leiblichen Eltern kommen und somit aus der Verantwortung des Jugendamts fallen. Was denken Sie, wie lange kann das dauern? Keine Ahnung. Ich meine, das ist auch für mich das erste Mal. Eine Woche? Ein Monat? Ein halbes Jahr? Ein Monat. Ein Monat. Hört sich doch vernünftig an. Gut. Das hilft dir mal. Danke. So. Na dann, deine Telefonnummer haben wir ja jetzt. Ich denke, dass wir uns bald wiedersehen werden, ne? Mhm. Tschüss. Tschüss. Bist du mit dem Auto da? Können wir dich mitnehmen? Wir stehen da direkt. Ja? Ja? Hm? Haben wir mit dem Auto? Als ich hier angefangen habe zu studieren, war es nicht leicht. Neue Stadt, neue Leute. Mittlerweile finde ich Leipzig ganz gut. Also in der Gegend war ich schon lange nicht mehr. Mama. Also wenn du jetzt Papa gesagt hättest, wäre es einfacher gewesen. Da vorne rechts ist es. Kann ich mal eben deine Toilette benutzen? Ich hätte wohl doch gerade im Café gehen sollen. Kein Problem, klar. Bin gleich wieder da. Tschüss. Tschüss.
Ja. Da werden wir. Du warst schon mal in Australien? Mhm. Nach dem Abi für ein paar Monate. Das ist mein Lieblingsland. Also, schön. Ach so, hinter dir. Danke. Ehemalige Partymaus, alleinerziehend, mitten im Studium, der Vater weg, ihre Eltern in einem Kaff am Ende der Welt und sie hat ein Faible für Australien. Australien, ich meine, weiter weg geht's nicht. In deiner Welt dürfen Kinder also nur in gepflegten Haushalten mit über 30-jährigen Doppelverdienern und perfekt geregelter Kinderbetreuung zur Welt kommen? Ich sag dir was, ich habe verdammt viel Respekt vor Sandra, wie sie das alles hinkriegt. Ich kann mir vorstellen, dass es Nora bei ihr gut geht. Darum beneide ich dich. Ich kann das nicht. Glaubst du, der liebe Gott hat eine Rechnung mit uns offen? Die ganze Zeit denke ich, dass wir schuld sind. Selbst wenn, was hat das mit Sandra zu tun? Naja, sie ist genauso alt wie ich damals. Ich möchte, dass das alles vorbei ist. Ich möchte, dass das alles jetzt aufhört. Ich möchte, dass wir wieder normal sind. Ja, dann gib dir verdammt noch mal auch ein bisschen Mühe. Du machst es dir ja einfach. Schon mal darüber nachgedacht, dass das alles nicht passiert wäre, wenn du... Wenn ich, wenn was? Du hattest nur einen verdammten Job zu machen. Auf unser Kind aufzupassen. Ich konnte nicht, ich war in diesem blöden Aufwachraum. Aber du hättest auf sie aufpassen müssen. Entschuldige, sie haben sie weggebracht. Ich habe sie erst bekommen nach der Untersuchung. Wer kann denn ahnen, dass da 30 Kinder auf einmal kommen? Wenn wir ins Hildegard ist gegangen wären... Hätten wir keine Kinderintensiv gehabt. Die wir überhaupt nicht gebraucht haben. Einzig und allein dein Kontrollwahn. Könnte dies, könnte das, könnte jenes. Es ist gar nichts passiert. Wir haben einzig und allein das falsche Kind. Hör auf, mir Vorwürfe zu machen. Es kann immer was passieren, das weißt du genau. Und wenn du nicht diese Bären wegmachst, dann passiert bald in unserem eigenen Garten was. Mach sie doch selbst weg. Scheiße doch mal. Ja, schuld sind immer die anderen. Ist ja auch viel bequemer so, als die Schuld bei sich selbst zu suchen. Wenn du nicht auf diesen riesen Bunker bestanden hättest. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das alles passiert ist, weil ich dorthin wollte. Nur weil du zu blöd warst, unser Kind wiederzuerkennen. Übrigens, das Jugendamt hat bei uns angerufen. Sie wollen, dass wir uns einen Monat Zeit nehmen, bevor die Kinder getauscht werden. Soll ich denen sagen? Uns wegfahren. So weit könnten wir gar nicht wegfahren, um das alles hinter uns zu lassen. Guck mal, einen Monat, das ist wie krank sein und zu wissen, dass es ein Ende gibt. Wir müssen es tun. Je länger wir es vor uns herschieben, desto dramatischer wird das alles. Da geht's nicht um uns, Marie. Da geht's vor allem um Nora und Maria. Je unaufgeregter, je normaler.
Ich meine, du musst das nicht alles alleine machen. Ich kann mir auch Urlaub nehmen. Wir kommen schon klar. Tschüss. 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 Einen Schritt weiter, jetzt müssen wir uns auch noch hier mit rumschlagen. Ich frage mich auch, wie das eigentlich... Herr Dr. Lotzmann, das ist aber ungewöhnlich. Haben Sie die Presse informiert? Ich? Nein. Da wollten wir Ihrem Haus den Vortritt lassen. Ist doch gut, dass Ihre Patienten jetzt wissen, in welch guten Händen sie sich befinden. Eine völlig unnötige Bemerkung. Denn Sie und ich wissen, dass ein derartiges Versehen eine absolute Ausnahme darstellt. Ist denn schon eine Entscheidung gefallen? Die Eltern kennen die Alternativen und ihre Folgen, brauchen aber noch Zeit, um sich zu entscheiden. Das ist Frau Böhm, unsere beratende Psychologin. Guten Tag. Danke. Ja, jetzt da die Sache öffentlich ist, könnte es natürlich noch schwieriger werden, der nötigen Diskretion. Sie werden ja wohl schaffen, die Namen der beteiligten Familien geheim zu halten. Kann ich. Aber die Frage ist, ob es etwas nützen wird. Sie wissen selbst, wie gesprächig manche Leute sein können. Ich muss Ihnen jetzt aber nicht sagen, wie unnötig diese Bemerkung war. Hallo, dein Vortrag abzugeben. Entschuldigen Sie die Störung. Ich müsste kurz mit meinem Mann sprechen. Meine Frau, entschuldigen Sie mich kurz. Gehen Sie ruhig, Herr Siebrecht. Wir kommen für den Moment ohne Sie zurecht. Wie sieht das denn mit dem Prototyp 2 aus? Der war insofern erfolgreich, weil wir dann die Testphase nicht so lange... Ich meine, woher wissen die das alles? Wie kommen die überhaupt darauf? Marie, bitte, jetzt beruhig dich erstmal. Ich rufe den Anwalt an, der klärt das. Das kriegen wir hin. Wer macht denn sowas? Alles in Ordnung? Frau Siebrecht, Lotzmann, ich bin Chefarzt der Klinik. Es ist gut, dass Sie da sind. Da können wir über alles sprechen. Worüber wollen Sie denn sprechen? Ich dachte, deswegen sind Sie hier. Haben Sie diese Information an die Presse rausgegeben? Über uns und unser Kind? Frau Siebrecht, bitte, ich begreife Ihren Ärger. Aber wir haben doch als allererstes ein Interesse daran, dass nichts über diesen Vorfall in die Öffentlichkeit... Vorfall? Wir sind ein Vorfall? Haben Sie auch nur den Hauch einer Ahnung, was das für mich und meine Familie bedeutet? Frau Siebrecht, bitte, können wir das vielleicht in meinem Büro? Damit niemand hier erfährt, was für ein Mist Sie und Ihr Laden gebaut haben. Wir haben über 1000 Betten und viel zu wenig Personal. Der immense Spardruck betrifft auch uns. Jemand hat einen Fehler gemacht. Diese Person ist Teil eines Systems, das auf dem besten Weg ist, sich totzusparen. Es tut mir sehr leid, Frau Siebrecht. Im Namen des Krankenhauses möchte ich Sie in aller Form um Entschuldigung bitten. Und jetzt glauben Sie, ist alles in Ordnung. Ich verstehe, dass Sie wütend sind, aber das hilft doch jetzt nichts mehr. Ja, da haben Sie recht. Es hilft nichts. Ja.
Hallo. Hallo. Schon gesehen? Nein. Nein, das ist ja... Wo haben wir das denn? Das ist eine gute Frage. Gibt's auch eine Antwort? Glaubst du nicht etwa, dass ich das war? Nee, nee, mal ganz ruhig. Ich bin mich völlig bescheuert. Ja, tut mir leid, dass ich dich so... Aber Marie ist völlig aufgelöst und irgendwoher muss es die Zeitung ja haben. Von mir jetzt? Hä? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ich muss jetzt auch ins Seminar. Ich begleite dich ein Stück. Ja. Tschüss, mein Schatz. Du wirkst so ruhig. Hast du keine Angst, dich von Maya zu trennen? Ich meine, Marie ist außer sich. Und du? Nein, keine Angst. Aber ich bin so traurig, seit ich es weiß. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich sitze in der Uni und alles, was ich höre, das höre ich nur. Ich schaff's nicht, das auch zu verstehen. Ich versuche halt einfach nicht durchzudrehen. Ich meine, das geht ja auch nicht, wegen Maya. Zählt ja nur mich. Du machst das großartig. Sie erinnert mich ein bisschen an meine Mutter. Die hat das auch alles alleine hinbekommen, nachdem mein Vater gestorben war. Warum habe ich denn das Gefühl, alles falsch zu machen? Ich meine, du und Marie, ihr habt das alles im Griff, ihr kriegt das hin. Ich habe nicht mal einen Papa für Nora. Ist die Entscheidung der Eltern der beiden Kinder, wie es weitergehen soll, noch unbekannt. Und wird es auch bleiben, Idiot. Sei froh, dass sie keine Namen genannt haben. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was hier sonst los wäre. Ich leider auch. Ja, und jetzt? Also, ich meine, wie geht es jetzt weiter? Wir haben einen Monat Zeit, um die Übergabe vorzubereiten. Das ist ja furchtbar. Einen Monat? Oh, das könnte ich nicht. Du versuchst jetzt ganz normal weiterzumachen, dann so bumm, Stichtag, Kinder tauschen. Das ist ja ein Albtraum. Was würdest du denn machen? Sofort tauschen. Süße, egal wie weh das jetzt tut, aber ich würde sofort machen und dann versuchen, damit irgendwie klarzukommen. Olga meint das auch. Dann mach das. Wartet nicht ab, entscheidet selber, wann es für euch richtig ist. Nora hat morgen Geburtstag. Süße, wenn ich mal was dazu sagen darf. Gib sie vorher ab. Feier das Fest mit Maya als eure erste gemeinsame Erinnerung. Und lasst Nora bei ihrer Mama feiern. Mach's nicht noch schwerer für euch alle. Siebrecht? Frau Siebrecht, Sie sind doch die Mutter eines der vertauschten Kinder, oder? Woher haben Sie meine Nummer? Die wissen, wer wir sind. Die haben sogar meine Nummer. Keine Überraschung. Aber mit sowas kann man umgehen. So, hier ruft keiner mehr an. Ich habe in seinem Laden gejobbt, die ganzen Semesterferien. Wie lange waren wir zusammen? Richtig zusammen waren wir eigentlich nicht. Wir haben uns halt weiter getroffen, als das Semester wieder losging. Und dann bin ich plötzlich schwanger geworden. Und du wolltest das Kind? Ich meine, du bist jung, kein Abschluss. Nils ist offensichtlich nicht die Liebe deines Lebens. Du meinst, warum ich nicht abgetrieben habe? Ja. Ja, das frage ich mich. Ich wollte das Kind. Und da war nie ein Zweifel? Ein, ich schaff das alles nicht? Doch, schon. Nils ist total durchgedreht. Das war echt das Letzte, was er wollte, Vater werden. Hm. Er ist ein lieber Kerl, aber das überfordert ihn. Das war auch von Anfang an klar. Bei mir war das irgendwie anders. Ich habe gedacht, ich schaff das.
Auch allein. Und wie man sieht, es geht. Irgendwie geht's ja immer. Und bei euch? Ein Wunschkind? Ja. Wollten wir unbedingt. Weißt du, Marie und ich, wir sind schon ziemlich lange zusammen. Und irgendwie war immer das Gefühl, es ist nicht der richtige Moment. Und dann irgendwann haben wir uns gesagt, okay, den richtigen Moment gibt's nicht. Wenn wir ihn nicht dazu machen. Und dann kam Noah. Naja. Na, jedenfalls hatten wir ein großartiges Kind. Ich würde gerne ein bisschen Zeit mit Nora verbringen, damit sie mich kennenlernen kann. Das finde ich gut. Komm doch heute vorbei, nachdem du hier fertig bist. Mhm. Gegen 3 könnte klappen. Hallo. Hey. Hallo. Ich will mal sehen, wie es euch geht. Am Telefon hebt keiner ab. Hi, Lenny. Die Presse hat meine Handynummer. Deine bestimmt auch. Ich war eben bei Sandra. Die hat mit dem Zeitungsartikel definitiv nichts zu tun. Aber ihr Ex-Freund vielleicht. Knöpfe ich mir mal vor. Hi. Hallo. Na? Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Alles gut bei euch? Du, wir sind nicht auf dem Titelblatt und werden nicht von sogenannten Journalisten belästigt. Also, ich will mich nicht beklagen. Aber wenn ich euch irgendwie helfen kann... Lenny, bitte lass das da stehen. Ich muss auch los, sonst vermissen die mich noch. Um die Anrufe wird sich der Anwalt kümmern. Es kann ja nicht sein, dass die uns einfach so belästigen. Ah, beinahe vergessen. Sandra kommt mit der Kleinen gegen 3. Das hast du jetzt mal ebenso für uns entschieden? Sandra kommt, Kindertausch, sofort, alles klar? Moment, Moment, Moment. Ich habe nichts gesagt von Kindertausch. Sandra kommt, damit wir uns kennenlernen, um die Kinder, ne? Darum geht's. Aber Marie, du hast doch eben selber... Ich will die hier nicht haben. Ich will das alles nicht. Aber ich verstehe gerade nicht, warum du dich so gegen diese... Bitte. Okay, ich mache einen Abflug. Guck mal, Sandra kann nichts dafür. Hm? Also. Um 3? Tschüss, Niki. Ciao. Links? Ja. Holger. Holger Siebrecht. Von Maya. Gut, dann wird das ja geklärt. Sonst noch was? In ein paar Tagen kommt die kleine Nora zu Sandra und ich denke, dass sie ein bisschen Hilfe brauchen könnte. Aber nicht von mir. Ist das hier von dir? Nee, bin ja nicht verrückt. Ist aber gut geschrieben. Tolle Story. So richtig was fürs Herz. Das ist keine Story. Das ist mein Leben, das ist mein Kind, meine Frau. Und vielleicht kannst du dich an Sandra erinnern, mit der hattest du mal was. Richtig, Betonung auf hatten. Das war nie auf große gemeinsame Zukunft angelegt oder so ein Scheiß. Und Sandra wusste das. Aber trotzdem ist ein Kind dabei rausgekommen. Hey, Moment. Dich hat vielleicht jemand gefragt, ob du Vater werden willst. Mich nicht. Sandra wollte das, hat das durchgezogen und mir dann die Rechnung geschickt. Hast du die Rechnung gezahlt? Na toll. Meinst du, das ist alles, was ein Kind braucht? Sieh dich doch mal um. Sieht das aus, als ob meine Familie mein Leben wäre? Hast du dir die Kleine überhaupt mal angeschaut? Maya ist nicht von mir. Ja, da hast du recht. Deine Tochter heißt nämlich Nora. Und ihr Lieblingstier ist ein großer braun-weißer Hund. Und sie mag keine Mützen und isst am liebsten Bananen. Und du bist ein riesen Arschloch, wenn du dich nicht um dieses Kind kümmerst. Scheiße. Scheinbar kapiert man es erst, wenn es zu spät ist. Hallo. Ja, kommt rein.
Ach, du kannst deine Schuhe ruhig anlassen. Ja, das habe ich früher auch nie gemacht, aber seitdem Maya krabbelt. Es geht mir in den Augen. Komm durch. Die beiden sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Maya hat viel dunklere Haare. Sie hatte viele Haare, als wir aus der Klinik gekommen sind. Sie sah richtig wild aus. Als ich auf die Welt kam, hatte ich keine Haare auf dem Kopf. Aber auf die Idee, dass ich das falsche Kind haben könnte, bin ich nicht eine Sekunde gekommen. Ich auch nicht. Mir haben sie gesagt, sie haben die Kinder nach der Geburt gewaschen und dann die armen Menschen irgendwie vertauscht oder verloren. Keine Ahnung. Schau mal, als wir Nora nach Hause geholt haben. Sie sah viel zu klein aus für den großen Autositz. Und hier. Nora Siebrecht. Jetzt, wo ich es weiß, schaue ich mir die Bilder immer und immer wieder an. Vielleicht ist es ja auch Blödsinn, aber... Ist es nicht. Ich hab's auch gemacht. Bild für Bild habe ich mit diesen schwarz-weißen Wolken verglichen. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich hätte sehen müssen. Schau mal, was ich für witzige Füße hatte. Und immer noch so klein. Für immer vereint. Das wäre schön. Was meinst du, wie das alles wird? Erste Eltern, erste, zweite Großeltern, Kinderzimmer, Freunde. Die beiden haben alles zweimal. Ja. Sie sind nur so klein. Aber irgendwie haben sie trotzdem schon ihre eigene Geschichte. Die dürfen wir nicht wegnehmen. Nein. Sie sollen wissen, was passiert ist. Wer wir sind. Wir alle. Wir müssen noch darüber reden, wann Nora zu dir kommt und Maya zu uns. Willst du wirklich noch einen Monat warten? Ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn ihr das... Nein. Holger und ich... Lass uns doch den Geburtstag der beiden morgen zusammen feiern. Und dann... Und dann? Ja. Verpassen wir weder Noras noch Marias Geburtstag. Das ist doch perfekt. Und wir haben zum ersten Mal Bilder, auf denen beide zu sehen sind. Die zeigen wir ihnen dann, wenn sie groß sind. Unsere Mütter kommen zu Besuch. Willst du die vor vollendete Tatsachen stellen? Hallo, schön, dass ihr da seid. Übrigens, das ist Maya, unsere echte Tochter. Wieso? Wir waren uns doch einig, sie nicht einfach so am Telefon zu sagen. Du warst ja einig. Holger, was ist los? Ich war heute bei diesem Nils. Und? Ja, lade unsere Mütter ein. Ich denke auch, das ist der richtige Weg. Ich hoffe es. Ich habe halt mit dem Jugendamt telefoniert. Die sind damit einverstanden, dass wir die Kinder schon übermorgen tauschen. Wie jetzt? Hi. Willst du Maya mal gute Nacht sagen oder was treibt dich hierher? Ist gut drauf, was? Ja. Hör zu, ich wollte dich zu unserem Benefizkonzert in die Bar einladen. Es kommen ein paar ganz gute Bands. Morgen hat Maya Geburtstag. Ja, perfekt. Nehmen Sie mit. Ich hol Kuchen und wir bringen ihr ein Ständchen. Kinderwagen können wir im Lagerraum abstellen, wenn sie schlafen will. Das ist leise. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Das neue Baby, wann kommt das? Nora, nach dem Geburtstag. Wir feiern alle zusammen. Jawohl. Alles Gute zum Geburtstag, kleine Maus. Thank you.
Ich liebe dich, Maya. Werd glücklich, mein Mädchen. Werd groß und stark und glücklich. Mengenrabatt bekommen? Nicht wirklich. Aber sie haben mir zu Zwillingen gratuliert. Was ist denn drin? Da sind Kuscheltiere drin. Die sind so süß, die würde ich am liebsten beide behalten. Hallo. Die PR-Fachfrau, die aus ihrem Beruf ausgestiegen ist, um ganz viel kleines Wunder da zu sein, ist tief bewegt. Woher haben die ganze Scheiße? Ey, diese Typen werden immer dreister. Auf dem Spielplatz haben die auch schon rumgeschnüffelt. Ich rufe jetzt den Anwalt an, der soll das klären. Wann kommt meine Mutter? Oh, der Flieger aus Wien ist schon gelandet. Unsere Mütter kommen. Wir sagen es ihnen heute. Alles klar, ich zisch ab. Bei euch ist hier heute genug los. Und wenn du mich brauchst, dann ruf an. Ich bin da, immer. Und wenn das hier alles vorbei ist, dann gehen wir mal wieder richtig eintrinken, okay? Tschüss, Kanzlei Bergmann, Frau Köpke, wir haben erfahren, dass Sie in einem Rechtsstreit mit dem neuen Klinikum Ost eintreten. Und seit wann wisst ihr das? Seit einer Woche. Hallo. Da ist ja mein großes Geburtstagsmädchen. Wer kommt denn noch? Sandra, Noras Mutter. Wir wollten alle zusammen feiern. Hallo. Habt ihr das schon gelesen? Ja. So eine Scheiße. Kommt rein. Ja, das ist Holgers Mama. Meine Mama. Das ist Sandra. Und das ist Maya, eure Enkeltochter. Hallo. 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 Ja, und auf die trinken wir jetzt erstmal. Auf unsere Geburtstagskinder, Nora und Maya. Setz dich. Also. Ich bin schon. Erwartet ihr noch jemanden? Nein. Nils. Hi. Sandra da? Ja, komm doch rein. Ja, Marie, meine Frau. Maries Mutter, Brigitte, meine Mutter Heide. Naja, Sandra Meier kennst du ja. Und das ist Nora, deine Tochter. Das ist Nils, Noras Vater. Ich wollte nicht stören, ich dachte nur, ich war gerade in der Gegend und dachte, ich klingel mal. Auch ein Gläschen? Nein, danke, ich hab's eilig. Ich hab's echt eilig, leider. Ja, ich hab was mitgebracht. Happy Birthday, Babies. Gefallen, hoffentlich.
Schau mal, wie ähnlich sie dir sieht. Findest du? Willst du ein Stück Kuchen? Nee, ich muss. Aber danke. Bis dann. Ja, dann möchte ich jetzt gern ein Stück Kuchen. Ja. Hm? Danke, dass du gekommen bist. Ja. Tschüss. Ciao. Das Ehepaar Siebrecht und Frau Köpke haben sich darauf geeinigt, die Kinder schon morgen zu tauschen. Wenn irgend möglich, würde ich bzw. die Klinik die Eltern gerne unterstützen. Immerhin trage ich für alles, was geschehen ist, als Chefarzt Verantwortung. Ach, geben Sie doch zu, dass es Ihnen nur darauf ankommt, bei der überfälligen Pressekonferenz gut dazustehen. Ja, das hört sich natürlich besser an, wenn Sie behaupten können, die Eltern hätten Ihre Entschuldigung angenommen. Ich lasse mir von Ihnen nicht unterstellen, dass Sie ein Funktionär sind, dem es nur um den eigenen Vorteil geht. Ja, nachdem die von Ihnen geführte Institution ja nur Mist baut. Warum sind Sie so? Haben Sie ein Problem mit mir? Ja, habe ich. Weil wir hier nämlich viel zu oft genau diesen Mist wegmachen müssen. Komisch, dass Sie das sagen. Vom Jugendamt habe ich in den letzten Jahren auch nicht nur Erfreuliches gehört. Das ist unverschämt! Ich weiß zu schätzen, wie sehr Sie sich für die Familien einsetzen, Frau Fuchs, aber ein gewisses Maß an Sachlichkeit sollte doch bei allen Emotionen gewahrt bleiben. Und Herr Dr. Lotzmann, was immer Sie den Medien über die Arbeit des Jugendamtes entnommen haben, ziehen Sie die Hälfte ab und Sie kommen der Wahrheit näher. Wie soll die Übergabe stattfinden? Was genau passiert jetzt? Ich meine, die beiden Mädchen, ihr... Morgen kommt Maya zu uns und Nora geht zu Sandra. Hallo, Maya. Hallo, meine Kleine. Darf ich mal? Ja. Komm, komm mal zu mir auf den Arm. Ja, ich lerne dich lieber gleich kennen. Ich will nicht bis morgen warten. Hm? Wie geht denn das jetzt? Ihr könnt doch die Kinder nicht einfach tauschen und fertig. Die Namen, die ganzen Dokumente... Ämter, Sparbücher. Ihr werdet von Pontius zu Pilatus geschickt werden. Und am Ende weiß doch niemand, wie es geht. Das Ganze ist ein Riesenberg Arbeit. Von den Kosten mal abgesehen. Ich denke, es wäre gut, wenn ihr drei mit den Kindern ein paar Tage verreisen würdet. Es wird nicht bei diesen beiden Artikeln bleiben. Wenn ihr nicht wollt, dass die Presse hier dabei Sandra vor der Tür auf euch wartet. Na, wir hatten doch auch schon überlegt, ob wir fahren. Dann tut es. Fahrt. Was sagst du dazu? Hast du dieses Wochenende Zeit? Ja. Warum nicht? Na gut, dann verschiebe ich den Termin beim Jugendamt und wir fahren. Hier. Du kennst dich ja aus. Willkommen in der Casa Siebrecht. Sie schläft. Von Nora habe ich auch nichts mehr gehört. Ach, ohne Mittagsschlaf ist Maya echt ungenießbar. Ehrlich gesagt haben wir das noch nie ausprobiert. Danke. Hatte ich lang nicht mehr. Mit Kind wird man irgendwie solide. Nicht unbedingt, was den Alkoholkonsum angeht. Nach dem Stillen hatte ich echt Nachholbedarf. Tja, da liegt der Unterschied. Ich hatte gerne Milch und keinen Nachholbedarf. Oh. Nix um. Das liegt bei uns in der Familie. Ich war auch ein Flaschenkind. Und aus mir ist auch was geworden, oder? Wieso war es bei dir ein Kaiserschnitt? Hinterhauptlage. Die Kleine hat sich nicht ins Becken gedreht. Und bei dir? So gut wie keine Venen. Die eine hat keine Milch, die andere keine Wehen. Wir sind echte Spitzenmütter, was? Sind wir? So, Essen. Gibt's eigentlich eine Bedeutung von Nora? Ja, das ist kurz für Eleonora. Das heißt die andere. Wer hätte gedacht, dass wir damit mal so richtig liegen könnten? Hm? Und Maya? Heißt Zauberkraftillusion. Jedenfalls in Indien. Passt ja auch irgendwie. Ich mag den Namen. Passt gut zu ihr. Schön. Ich hätte schon Angst, ihr würdet sie umbenennen wollen. Nein. Maya ist Maya. Und Nora ist Nora. Das sind ihre Namen. Trinken wir auf das, was bleibt. Schön, dass wir hier sind. War eine gute Idee von deiner Mutter. Ich glaube, die beiden bekommen tolle Großeltern.
Was sagen eigentlich deine Eltern zu der ganzen Sache? Ehrlich gesagt wissen sie es noch gar nicht. Ich wollte es nicht so einfach am Telefon erzählen. Jetzt erfahren sie es aus der Zeitung. Fahr hin. Oder sag ihnen, sie sollen kommen. Das ist ein bisschen schwierig. Mein Vater hat einen Laden für so ungefähr alles, da kann er nicht so einfach weg. Nachtisch? Was hast du denn zu bieten? Triple Chocolate? Es ist nie zu spät für Schokolade. Danke. Auf uns. Irgendwas machen wir auch richtig. Prost. Oh nein, sie ist aufgewacht. Wer ist aufgewacht? Ich bin mir nicht sicher. Das ist Maya. Glaubst du echt? Ja, das ist Maya. Nee, das ist Nora. Wetten? Eine Flasche Prosecco, es ist Maya. Tja, das werden Nora nie erfahren. Nein, es wird nicht zu viel. Ich komme super klar, alles bestens. Es gab nur ein bisschen Fioni. Nein, ihr fehlt nichts. Es ist wirklich alles in Ordnung. Nein, die Zeiten sind ja schon längst vorbei. Ja, sobald es geht. Ich muss es auch noch lernen. Okay, ja, tschüss. Maya, was ist denn los? Das Jugendamt ist auf der Mailbox. Wegen dem Übergabetermin. An die habe ich gar nicht mal gedacht. Dann ruf sie doch noch mal an und sag, dass wir erst mal hier bleiben, bis sich alles beruhigt hat. Eine Woche oder so. Dann können sich die Kinder besser kennenlernen und wir? Das geht nicht, ich habe Klausuren. Ich will die das komplette Semester, wenn ich die nicht mitschreibe. Aber wie stellst du dir das vor, wenn Nora zu dir kommt? Mein Übergabetermin um 9, um 9:30 neues Kind in der Krippe abgeben und um 10 bist du dann in der Uni oder was? So, als wäre nichts passiert. Was denn sonst? Soll ich das Semester knicken? Wenn meine Eltern wieder einziehen und Nora und mir ein Jahr Kuschelzeit verordnen, oder was? Nein, aber... Nora packt das weiß ich. Aber du kennst Nora doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, was sie braucht, wie sie ist. Und wenn du glaubst, dass ich zulasse, dass du sie in irgendeinem... Reize aber, Marie, hör auf, dich in mein Leben einzumischen. Das ist auch mein Leben. Das ist mein Kind. Das ist nicht... Kapier's endlich. Nora und ich, wir müssen mit einem klarkommen, nicht du. Und wenn ich mit der Uni fertig bin, bin ich sowieso weg. Und was willst du dann machen? Bist du wirklich weg? Wenn ich muss, ja. Ich will nach Hause. Was jetzt? Ich dachte, du kannst bis Montag. Ich muss lernen. Sandra macht das nicht, bitte. Marie hat's nicht so gemeint. Und ich könnte vielleicht versuchen, dir einen Job zu besorgen. Bei uns in der Firma ist sicher was möglich. Mir wird kalt. Ich fahre Sandra noch nach Hause. Also tschüss. Bis bald. Danke, dass du mich gefahren hast. Das wäre nicht nötig gewesen. Das habe ich gern gemacht. Hallo, meine Kleine. Ich mach das. Kannst du sie nehmen? Dann kann ich den Wagen noch wegbringen. Thank you.
Sie hier absetzen. Willst du was trinken? Nein, danke. Das eben am See, das tut mir leid. Mir ist klar, dass du echt in einer anderen Situation bist als wir. Ich meine, du bist erst, also als ich in deinem Alter war, ist verdammt viel von wegen Uni, Kind, Job, kein Mann. Und da dachte ich, wir sollten noch mal in Ruhe darüber reden. Ich meine, du wirst irgendwann den richtigen finden und mit dem Kinder bekommen. Du hast noch so viel vor dir. Und da wäre es doch viel einfacher, wenn wir Nora behalten würden. Wir adoptieren sie und du wirst Patentante von beiden. Du kannst in Ruhe dein Studium beenden, kannst durch die ganze Welt reisen. Und wenn du die beiden sehen willst, dann kommst du einfach vorbei. Das ist doch die ideale Lösung für alle. Ich kann dazu jetzt gerade nichts sagen. Ich bin auch irgendwie müde. Können wir das morgen besprechen? Natürlich. Ist ja auch alles ein bisschen plötzlich. Schlaf doch noch mal in Ruhe drüber, ja? Bis morgen. Bis morgen. Das ist doch das Beste für uns alle. Wir müssen uns nicht von Nora trennen und Sandra muss nicht die ganze Zeit überlegen, wie sie über die Runden kommt. Das ist doch extrem unsensibel. Das verstehe ich nicht. Ist mir schon klar, dass du es nicht verstehst. Mann, Marie. Sandra hat Maya ein Jahr lang allein großgezogen. Sie hat alles für dieses Kind getan. Und du stellst es so hin, als ob sie unfähig ist, ein Kind aufzuziehen. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Sei mal ehrlich. Ich bin ehrlich. Du hast sie verletzt. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe das total nett formuliert. Mich hast du auch nicht gefragt. Ja, aber du willst doch ein zweites Kind. Wir haben doch erst letztens darüber gesprochen. Ja, ich will ein zweites Kind, aber nicht so. Hallo. Hey. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich weiß, wer die Geschichte an die Presse verkauft hat. Ein Ehepaar Benders. Eins von den Paaren, das getestet wurde. Was? Wie hast du das herausgefunden? Ein Kumpel von mir schreibt öfter für die Lokalzeitung. Der hat mir geholfen. Mir ist schon klar, dass alle denken, dass ich das war. Ich weiß. Das tut mir auch leid. Marie, die andere Mutter, sie will beide Kinder. Was, wer will welche Kinder? Sie will Nora und Maya. Sie will sie mir wegnehmen, weil ich... Wie soll das denn? Was weiß ich, das ist alles so krank. Sie will Nora adoptieren und Maya behalten? Ja. Hey. Hey. Und wenn du sie gibst? Was? Was meinst du? Das muss ja nicht für immer sein. Es hat auch seine Vorteile. Für die spielt Kohle keine Rolle. Du musst dein Studium zu Ende, sortierst dich erstmal. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Verschwinde! Los! Ich wollte mal, dass mein Kind weiß, wer dein Vater ist, aber vielleicht ist es ein Fehler. Vielleicht ist es besser, wenn ich das alleinige Sorgerecht beantrage. Wie soll das denn jetzt? Ich kümmere mich doch, ich helfe euch. Ihr bekommt Geld. Darum geht's nicht. Ich muss neu anfangen, verstehst du? Mit Nora, ich muss mit ihr, mit meinem Mädchen das schaffen. Und du gehörst nicht in unser Leben, nicht in meins und auch nicht in Noras.
Ich will euch nur helfen. Raus! Geh! Hast du alles? Sandra Köpke, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Fuchs Jugendamt. Frau Köpke, wir warten hier seit über einer Stunde. Können Sie mich mal bitte zurückrufen, wie lange Sie noch brauchen? Danke. Ja, ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass Frau Köpke zusammen mit dem Kind verschwunden ist. Sie hat unser Kind. Und weißt du, warum sie unser Kind hat? Nicht, weil sie eine durchgeknallte Verrückte ist, weil sie böse ist und alles noch schlimmer machen will. Nein, sie hat Angst. Angst vor dir. Du wolltest dir ihr Kind wegnehmen. Du hast ihr gesagt, dass sie eine schlechte Mutter ist. Und weißt du, was die da drinnen sich sagen? Die sagen sich, gut, dass wir das in die Hand nehmen. Wer weiß, was diese durchgeknallten Eltern mit den Kindern machen, wenn wir die nicht unter Kontrolle haben. Und weißt du, was recht haben die? Ich wollte doch nur... Halten Sie es für möglich, dass das Ehepaar Siebricht jetzt seinerseits mit dem anderen Kind wieder für Frau... Möglich halte ich leider viel zu viel. Niemand kann einschätzen, wie Menschen unter akutem Druck handeln. Ja. Aber die Kinder stehen unter unserer Vormundschaft, solange sie nicht bei ihren Eltern sind. Und deshalb werde ich jetzt... Nein, Frau Fuchs, so war es nicht gemeint. Warten Sie. Das können Sie doch jetzt nicht... Es ist unsere Aufgabe, diese Kinder zu schützen. Frau Bartels, kommen Sie mal bitte rüber. Ich habe alles falsch gemacht. Es tut mir leid. Wir waren auf einem guten Weg. Wir haben uns kennengelernt, wir haben die Kinder zusammengebracht. Wir waren bereit, Sandra war bereit, sich zu trennen. Ein neuer Anfang, es war alles gut. Frau Siebricht? Frau Siebricht? Kommen Sie. Wenn Sie jetzt keinen klaren Kopf behalten, wird es alles nur noch schlimmer. Sie rufen einfach an und sagen, das ist nicht unser Mädchen. Einfach so. Und dann ist die andere Mutter genauso alt wie ich damals. 23, mitten im Studium. Ich kann doch nicht schon wieder ein Kind hergeben. Wovon reden Sie? Ich hab's wegmachen lassen. Ich hatte Angst. Und jetzt kommt sie. Ausgerechnet sie und nimmt sie mir weg. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, Frau Siebrecht. Das alles hier hat nichts mit Ihrer Abtreibung zu tun. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf, auch Ihr Mann nicht.
Denn diese Entscheidung, die haben Sie doch damals sicher gemeinsam getroffen, oder? Es wird alles gut. Und auch wenn Sie sich das jetzt nicht vorstellen können, Sie, Ihr Mann und Maya, Sie werden eine Familie sein. Sofort wissen, wo meine Tochter ist. Ich habe sie zu Bereitschaftspflegeeltern bringen lassen, die sich um sie kümmern, bis diese Situation hier geklärt ist. Was ist das denn? Beide Kinder unterstehen der Vormundschaft meiner Behörde. Ich kann nicht riskieren, dass sie jetzt Nora mitnehmen, um wiederum ein Druckmittel gegen Frau Köpke zu haben. Die haben unsere Tochter weggebracht. Es ist nicht ihre Tochter. Sie haben mir gerade noch gesagt, dass alles gut wird. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Also jetzt mal Ruhe! Ich informiere jetzt die zuständigen Stellen, da es sich hier um eine Kindesentführung handelt. Ich glaube, ich spinne. Frau Fuchs, wollen Sie alles nur noch schlimmer machen? Bitte. Herr Siebrecht, wollen Sie Anzeige erstatten? Oma und Opa freuen sich bestimmt, wenn sie uns gleich sehen. Ob wir sie je wiedersehen? Ich meine, Sandra kann im Flugzeug nach sonst wohin sitzen. Bitte, wir können froh sein, wenn ihr jetzt nichts passiert. Wahrscheinlich hat sie einfach Angst, so allein. Warte, ich glaube, ich weiß, wo sie sein kann. Hä? Fahr da hinten mal raus. Und du konntest einfach so weg, mitten im Semester? Ich habe alle Klausuren geschrieben, das ist schon okay. Schön. Schön, ich freue mich ja immer, euch zu sehen. Meine Süße, du bist ja so groß geworden. Aber Opas Nase hat sie nicht. Das kann sie auch gar nicht, weil Maya nicht mein Kind ist. Ich dachte mir, ihr wollt sie noch mal sehen, bevor... Warum hast du nicht angerufen? Das war alles so viel. Der war so geschockt, als ich euch erzählt habe, dass ich schwanger bin. Ich wollte euch nicht schon wieder... Ach, was redest du da? Ich werde sie vermissen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich sie nie wieder sehe. Aber wir werden Nora sehen. Ja, aber kannst du nicht mit den anderen Eltern, könnt ihr nicht vereinbaren, dass ihr in Kontakt bleibt? Das wollen die nicht. Wir waren nicht mehr so lange allein, seit Maya auf der Welt ist. Jetzt hast du zum ersten Mal gesagt, dass Maya unser Kind ist. Ich musste mich nur an den Gedanken gewöhnen. Aber sie ist es. Ich weiß es. Nora braucht jetzt ihr Fläschchen. Und dann muss sie ins Bett. Ja, die machen das schon. Sie waren noch nie von mir getrennt. Soll ich beim Jugendamt anrufen? Glaubst du, die sagen uns, wo sie ist? Familie Köpke, kennen Sie die? Ja, hinter der Kurve links.
du Sandra sagen? Ja, was soll ich ihr sagen? Es tut mir leid. Ich war ein Idiot. Bitte lass uns reden und alles aus der Welt schaffen. Das wird nicht reichen. Und ich will, dass es reicht. Ich will Nora wiedersehen. Ich will, dass wir Freunde sind. Verstehst du? Okay. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Köpke? Ja. Ich bin Holger Siebrecht, das ist meine Frau Marie. Guten Tag. Wir sind die Eltern von Maya. Ist Ihre Tochter zu Hause? Ich glaube, sie hat schon auf Sie gewartet. Kommen Sie rein. Sind das die Eltern von Maya? Ich schäme mich so sehr und ich hoffe, dass du mir glaubst. Es war nicht böse gemeint. Es war nur dieser Wunsch, sie zu behalten. Es tut mir so leid. Ich habe solche Angst vor dem Moment, sie herzugeben. Und ich habe nur mich gesehen. Nur mich und meine Angst, die so groß war, dass ich deine nicht gesehen habe. Verzeih mir. Bitte. Ich bin eine gute Mutter. Ja, das bist du. Das bist du. Danke für alles. Und wir sollen wirklich nicht nachkommen? Ich glaube, Nora und ich brauchen erst mal ein bisschen Zeit für uns. Ja, klar. Du rufst uns an. Wir wollen sie ja kennenlernen. Und danach kommen sie zu uns und besuchen Maya. Ja, sie können kommen, wann immer sie wollen. Das gilt auch für sie. Gestern hatten wir ein Enkelkind. Heute haben wir zwei. Und die wollen wir oft bei uns haben. Fahrt vorsichtig mit der kleinen Biene. Du kannst es nicht lassen. Ja, ich finde den Namen toll. Passt auf euch auf. Machen wir. Und schick uns ein Bild von Nora. Mach ich. Ich will wissen, ob sie meine Nase hat. Tschüss. Ich bin froh, dass Sie wieder da sind. War alles ein bisschen viel für uns. Ich weiß. Ja, ich weiß. Hallo. Hier ist die Kleine. Soll ich Sie vielleicht nach Hause fahren? Ja. Thank you.
weg. Aber die Maya ist da. Unser kleines Mädchen. Die Süße.